fehlende Chirurgen, Anästhesisten mit Abwanderungsgedanken und eine seit Juni laufende Strukturreform. Das LKH Hochsteiermark mit den Standorten Leoben, Bruck und Mürzzuschlag kam zuletzt kaum zur Ruhe. Innerhalb von 2 Jahren will die KGES ihre Reform in der Hochsteiermark abschließen, mit konkreten Folgen für die 3 Spitäler. Wenn man die 3 Standorte nimmt, geht es darum, den Standort Leoben als operatives Zentrum zu stärken und herauszumodellieren, den Standort Bruck an der Mur als konservativen Standort herauszumodellieren und den Standort Mürzzuschlag als alters- und geriatrisches Zentrum für die Region zu modellieren. Bis ins Jahr 2030 fließen 100 Millionen Euro in die 3 hochsteirischen LKH-Standorte, die jährlich 180.000 Patienten betreuen. Das größte Projekt wird in Bruck umgesetzt. Dort entsteht um 46 Millionen Euro eine Erwachsenenpsychiatrie mit 100 Betten. Dass der anhaltende Personalmangel die Reform vorantreibt, daraus macht die KGES kein Geheimnis. Mit den vorhandenen Ärzten und Pflegekräften müsse man deshalb so gut wie möglich arbeiten, ihr Wissen vernetzen und Schwerpunkte zusammenziehen. Heute müssen Sie Strukturen adaptieren und aus den Strukturen heraus Synergien formen. Das ist genau das, was wir machen. Mit diesen Synergien formen wir aber auch Expertise und schärfen Expertise. Das heißt, hier sind 2 Ziele, die wir damit verfolgen. Die personelle Situation dürfte sich in den kommenden 6 bis 12 Monaten aber nicht wesentlich verbessern. Alleine deshalb führe an einer umfangreichen Strukturreform kein Weg vorbei. Wenn man das so lassen würde, wie es ist, dann würden wir beide Häuser ausbluten und allalong eine Medizin betreiben, die nicht mehr zeitgemäß ist.